Ja, moin Leute und herzlich willkommen zum Popo-Mizuzune. Ja, das Meme wird gefüttert. Das Meme lebt. Wieder eine Mizu-Folge. Falls ich es noch nicht gesagt habe, hier sind die Fotos für heute. Es gibt einen neuen Mizu, den Popo-Mizuzune. Als ob der nicht schon genug Folgen hat. Mal die Kerf aufgeladen mit Donner. Ich weiß nicht, ob es noch ein zweites. Ja, es gibt noch ein zweites. Da. Oh, der hat eine springende Kugeln. Die fliegen erst kurz und danach hüpfen die Blasen von dem. Das ist ja mal voll gemein. Und das Feuer macht und der Wasserstrahl macht Feuer. Man erkenne die Logik. Bleib stehen, du Vieh. Ich will dich aufschlitzen. Ich glaube, er will das nicht. Ist mir doch egal. Nee. Der macht Schaden, der Junge. Ich habe wieder ein volles Album. Einen Moment, Leute. Ich bin sofort zurück. So Leute, ich habe jetzt wieder 50 Bilder zur Verfügung. Ich habe jetzt einiges gelöscht, damit das Album nicht mehr so überfüllt ist. Ich wüsste zumindest einen halbwegs guten Moment für ein Bild. Ich hoffe, der macht auch noch das, was er in dem Intro-Video gemacht hat. Da hat er so einen Flammenkreis gezogen. Und stand dann da drin. Davon hätte ich gerne ein Bild, um ehrlich zu sein. Ich habe eins, wo seine Schnauze brennt. Kannst du diese Pfütze nochmal machen? Mal aufhören, mich zu hauen, hau mal den anderen. Nee, der da sieht köstlicher aus. Der hat eine Gewehrlanze, der hat ein Schild, der kann sich noch schützen. Okay, drittes Foto. Ich stand auf der falschen Seite, das hätte ich von vorne sehen müssen. Zu lange keine Gewehrlanze gespielt. Ups. Ich habe mein Schwert nicht gezogen. Jetzt habe ich mir einen Hieb gefailt. Die falsche Gewehrlanze dabei? Nee, ich habe die vom Almutron die begrüßte. Hat er seinen Flammenstrahl so ekelhaft? Schluck! Aua! Das Schöne ist ja, wir haben hier Wasser, wir können uns ja einfach mal schnell reinrollen und löschen. Dieses Gebiet habt ihr von YouTube übrigens noch nie gesehen, ne? Also bei mir zumindest nicht. Einfach aus dem Grund, dass das bei keinem Vieh bisher vorkam. So ja, das war standardmäßig, wenn du bei Eventviechern. So, das ich schleudere ihn mal eben kurz in die Elektro-Viecher da hinten rein, ne? Mhm. Das war bei Eventviechern und bei den letzten paar von den Apex. Genau, von den Apexen. Die letzten High-Rank-Missionen finden hier statt. So, Bodenteiler! Oh, perfekt! Brave Katze! Danke für die Lähmung, die hilft gerade sehr. Aufschlitzen, zerreißen! Aua! Warum nicht zu pieksen! Steh nicht im Weg!
Ich hole mir erstmal meinen Gärhasen. Verdammt, ich habe gedacht, da kommt was irgendwas Interessanteres. Ich wollte ihn eigentlich nach der Aufnahme. In dein Gesicht. Ach, gegen mein Schild machst du nix. Kann man diese Blasen eigentlich kaputt machen? Ich würde sie ausprobieren, aber ich will das Risiko nicht eingehen. Ich warte gerade darauf, dass er welche macht und dann werfe ich mal mit dem Kunai drauf. Immer ausprobieren. Eventuell kann man was Lustiges mit diesen Blasen machen. Wer weiß, vielleicht kann man die ja zurückschleudern. Wäre der Schütze eigentlich ganz praktisch gegen den gewesen? Wenn ja. Au. Aua. Tut er dir auch weh? Ja, ziemlich sogar. Komm, mach mal ein paar Seifenblasen. Ich will prüfen. Ja, die alten konntest du auch mit den Kunas beeinflussen. Komm, Seifenblasen, Seifenblasen. Nee. Ich weiß jetzt nicht, ich meine, ich habe die leicht verfehlt. Komm, mach nochmal welche. Ich will es einfach testen. Macht die so selten im Gegensatz zum anderen, ne? Der spielt tatsächlich mehr über Feuerlaser als über die Feuerblasen. Jetzt liegt er. Geht um. Oh, weißer Schleim. Ich weiß nicht, ob ich den haben will. Purpurscherbe. Oh, er ist hungrig. Hi. Er ist müde. Wenn ich 2 Sekunden warten können, dann hätte ich dir den Schweif vielleicht sogar abgehackt. Er ist es halt auch langsam leid, ständig ein Meme zu sein. Nachdem ich Ideen reingehauen habe, muss ich wetzen. Ist auch wetzen. Gut ist, da der müde ist, ist der langsam. Und jetzt ist er. Warum mache ich davon kein Foto? Weil ich keine mehr übrig habe. Und ich kann keins machen, weil ich gerade am Schärfen war. Hätte ich gewusst, dass er so eine Phase hat, ne? No. Ah, du kannst die Blasen platzen lassen. Eine Großfeuerblase. Wenn du davon einmal Fotos machst, hab ich für heute schon verloren. Ah, daneben! Du Loser! Hilfe. Na, ich habe eins, wo der in Flammen steht. Das ist eventuell auch gut. Das müsst ihr entscheiden, liebe Zuschauer. Was ist das für ein komisches Symbol, was ich da oben links habe? Das fällt mir jetzt auf. Hat der auch irgendeinen Spezialeffekt? Keine Ahnung. Wow, ich habe mein Sperrfeuer verfehlt. Aua. Wieso macht er so viel Schaden? Weil er es leid ist, ein Meme zu sein. Zeig die Symbol auf. Was ist das? Der kommt mir halt nicht bekannt vor. Nee, mir auch nicht. Was ist das für ein Effekt? Moment. Ach, verdammt. Da flog ein Kai. Ja, der hat versucht, von dem Wasserstrahl wegzulaufen, während der erste Hilfe säuft. Das hat nicht ganz so toll funktioniert, wie er gedacht hat. Oh, das war der Rücken.
Ich will. Aua. Ich hab's einfach nicht auszubrechen. Jetzt die Frage, die jeder stellt, warum nutzt der Dulli dann nicht seinen Schild? Ganz einfach, ich vergesse den Schild. Hast du mir dir ein Ticket an den Bildschirm hängen, du hast ein Schild, wenn du Gewehrland zu spielst. Hilfe! Komm! Moment noch! Ja, Sperrfeuer, komm! Nein, voll daneben! Nur weil er sich weggedreht hat. Oh. Okay. Feuerregen. Aber der Popo-Nemitsu, der ist auf jeden Fall cool. Ja, der hat was. Also dem finde ich designtechnisch auch besser als den normalen eigentlich. Ja, der normale ist halt echt lang. Okay. Was ist das für ein Angriff? Genki-Dama? Du hast. Gebt mir eure Energie! Gebt sie mir! Ich werf da mal drauf, ne? Warte. Jetzt. Okay, es macht keinen Unterschied mehr, wenn man mit Wurfperioden alles drauf wirft. Ja, da war eine gegen wieder, aber. Schade, ich hab's mein. Könnte die Explosion nicht mehr fotografieren, weil ich die drei Fotos durch hab. Jetzt weiß ich, wie es mir geht. Ey, du hast so viel bessere Möglichkeiten als ich. Aber ich habe eins. Ich habe meine Fotos viel zu früh geschossen. Das war das, was wir im Intro gesehen haben zu dem. Dieser Flammenkreis. Kann er mal in die Falle da laufen? Das habe ich auch gerade gedacht. Oh, den Seilkampf hast du dir schon genommen. Okay. Ja, den habe ich mir gerade gegriffen. Oh, das war das Sperrfeuer. Ich dachte, ich hätte das andere gerade. Ich wollte den Bodenteiler machen, um meine Feuerkraft zu erhöhen. Daneben! Aua! Jetzt war offen. Oh, die Falle ist auch in Ordnung. Die finde ich sogar sehr viel Effekt angenehmer. Na verdammt, da ist er tot. Gold. Da war zu viel Risiko. Wieso kann sich Feuer lähmen? Nicht lähmen, du bist betäubt. Ja, aber wieso von so einer Windblase? Die hat mich nur gestritten und dann wenn wir. Vielleicht will Explosionen wehtun? Ich hab Millimeter Schaden genommen vom Balken her. Ja, danke. Verdient. Dreckiger. Bleib hier. Nein. Ich bin durch ihn durch. Ich habe gehofft, an ihm hängen zu bleiben. Muss wetzen. Ich muss wetzen. Los, Kai. Ich wähle dich. Versuche an seinen Schwanz ranzukommen, aber das funktioniert nicht so toll, wie ich dachte. Ich würde ja gerne eine Schockfalle setzen, aber jedes Mal, wenn ich sie setze, hält er mich auf. Komm, nicht durchspringen. Oh. Okay, mit dem Kugelsperrfeuer springe ich immer durch. Ich habe echt die Gewehrlampe zu lange nicht gespielt. Alter. Hi? Ich war Half-Life, der hat mich umgelegt. Jesus. Ich muss wieder in die Übung kommen. Ich habe auch eine Weile nicht mehr gespielt. Warum nutzen wir eigentlich nicht diese Lockröte hier, damit er uns in Ruhe lässt? Ich vergessen, ob das deine gibt. Und nicht kann man auf die Karte gucken. So. Schluck das.
Ja, bleib so stehen, bleib so stehen. Ja! In deine fette Visage. Na, so fett ist er nicht. Das ist ein eleganter Fuchs, der mit Feuerwasser um sich schießt. Ja, elegant ist er wirklich. Ich kann mich nicht so filigran wie der bewegen. Weißer Schleim. Lotz da rein. Bleib mal auf Lebensstaub, ne? Sicher, sicher. Wir haben nur noch den einen Versuch. Ja, auch schon auf Megatrank gespitzt. Ja, da ist und der ab. Und jetzt direkt Kugelsperrfeuer hinterher. Wenn du dich ein bisschen davon entfernen würdest, du doofes Vieh, ne? Dann könnte man den Schweif auch huten. Ich weiß nicht, oder wie ich das geschafft habe, aber es hat geklappt. Ich glaube, der wollte genau in dem Moment hüpfen. Purpur Schwanz. Ja, Dito. Warum auch immer nicht Peitsche? Bei Gerang ist ja eigentlich Peitsche, ne? Wahrscheinlich heißen die nur Peitsche bei denen, wo es wirklich einen Unterschied macht. Bei den anderen sind ist das überall Schwanz gewesen. So, nur noch die Clown-Kai. Hau drauf! Ja, das sind die schwierigsten. Das sind die schwierigsten Teile bei denen. So ziemlich bei jedem Leviathan sind die Klauen das Schwierigste zu brechen. Ich hätte auch Pulver werfen können. Ich komme! Auf dich auch zu bewegen. Au. Die Lehmkröte ist nett gemeint, aber sie funktioniert nicht. Nicht mehr. Falsches Objekt. Die Blasen haben Raketenschub. Sag mal, wer hat eigentlich die Idee gehabt, den Puppen, den Mizuzu, ne, mit Raketen auszustatten? Das weiß ich auch nicht, aber es war eine lustige Idee, auch wenn ich sie nicht befürworte. Ich finde sie zwar lustig, aber ich befürworte sie genauso wenig. Autschen. Aua. Lebensstaub, Lebensstaub, Lebensstaub. Okay, ich habe nichts mehr, um dich mitzuheilen, im allgemeinen Sinne. Zieh den mal hier rüber, wir haben hier noch so eine Eisbombe stehen. Irgendwie. Jetzt ist die despawned. Das ist auch egal. Jetzt brauche ich auch keine mehr. Hey Mitsu, ich habe eine lustige Idee. Danke fürs Wegsprengen. Ich wollte, dass er sich selber sprengt. Heil dich! Kann ich. Bin ich am Boden. Hat Maxi Trank geschluckt. Er hat mir gerade den Hintern gerettet. Ey, zur Abwechslung tritt der Mitsu mal einen von uns in den Arsch. Er ist ja auch neu, wir sind nicht an ihm gewohnt. Vom Prinzip hat er das alte Buch sind immer noch. Oh, da habe ich voll mit dem Wasser. Ja, mich auch. Bitte zieh gerade nicht. Sich gemacht. Bitte. Lass mich. Er macht wieder eine Genki-Dama. Kommt die Genki-Dama wieder. Ey, ich weiß, ich habe schon alle Fotos, aber ich will davon einfach eins fürs Album haben. Ich habe jetzt einfach eins eben kurz für mich gemacht, Leute. Das zählt nicht für den Wettbewerb. Vor allem, die hängen auch noch so ekelhaft über ihm. Warte mal, kann man das eventuell mit einer Fallgrube unterbrechen? Wir werden es nicht herausfinden. Der hat uns, wenn der das macht, zieht der einen noch ran. Das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Du hast ja auch nicht. Nein. Oh, ich habe eine Fallgrube aus Versehen gesetzt. Du hast ja zur Not noch. Ach, ist eben lieber. Komm her! Oh. Komm her, du Drecksack! Komm her, Dreckiger!
Wir haben hier eine schöne Falle für dich. Eine Klaue haben wir auch noch erwischt. Der wusste, wie man kämpft, ne? Das war unangenehm. Im Vergleich zum alten Mitsu überhaupt kein Vergleich von der Kampfkraft her. Der alte Mitsu ist ja ein Witz gegen den. Da war der Apex ja noch angenehmer. Na gut, Leute. Ich hoffe, euch hat der heutige Part gefallen. Wenn ja, kennt ihr den Drill. Ein Like da lassen, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.